Wir haben jetzt ganz viele, oder? Ach, guck mal, die Rauchhummel. Ach Gott, die Rauchhummel, ja. Gegen 20.34 Uhr in die Lachenstraße im Stadtteil Blankenloch alarmiert, zu einem Feuer mit Menschenleben konkret in Gefahr. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte man einen Vollbrand im Bereich vom ersten Obergeschoss und vom Dachgeschoss. Es waren zu dem Zeitpunkt keine Menschen mehr im Gebäude. Flammen und Rauch waren bereits beim Eintreffen oder auf der Anfahrt für die Kräfte aus den anderen Stadtteilen sichtbar. Die erste Maßnahme der Feuerwehr war dann neben der Brandbekämpfung im Innenangriff sofort eine Riegelstellung zum Nachbargebäude, um das Übergreifen von den Flammen von dem Dachstuhl auf das Nachbarhaus zu verhindern. Ja, das Problem bei dem Objekt ist, dass wir aktuell noch nicht an die ganzen Glutnester hinkommen für Nachlöscharbeiten. Das heißt, die Nachlöscharbeiten werden sich auch mehrere Stunden noch hinziehen. Aufgrund von dem Lagebild wurde dann auch zeitgleich die zweite Drehleiter aus Linkenheim-Hochstetten nachgefordert. Wir haben mehrere Trupps im Innenangriff, die Drehleiter in Riegelstellung und die zweite Drehleiter zur Nachlöscharbeit im Außenbereich wird momentan in Stellung gebracht. Ja, ich gehe davon aus, dass die Feuerwehr Stutensee gemeinsam mit der Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten hier noch mehrere Stunden im Einsatz sein wird, bis die letzten Blutnester tatsächlich gefunden und abgelöscht sind. Zwei Bewohner haben zunächst noch Löschversuche unternommen, musste diese abbrechen, haben das Gebäude verlassen und wurde jetzt dem Rettungsdienst zugeführt zur Kontrolle und Überwachung. Die Feuerwehr Stutensee und die Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten sind insgesamt momentan mit 13 Fahrzeugen und ca. 80 Kräften im Einsatz. Ich werde dabei vom Rettungsdienst und von der Polizei unterstützt. Vom Rettungsdienst haben wir zwei Rettungswagen, die DRK-Bereitschaft und den organisatorischen Leiter sowie Notarzt vor Ort sind. Ja, wir haben eine Versicherung. Wir haben jetzt ganz viele, oder? Ach, guck mal, die Rauchhummel. Ach Gott, die Rauchhummel, ja. Ja, ich war dann gerade gekommen mit meinen kleinen Kindern, mit 10 und 9 Jahre alt. Und sie sind in einer Jugendfeuerwehr. Und ich hatte gedacht, sie machen irgendwo in Stutensee eine Training. Aber habe ich dann bemerkt, als ich dann meine Fenster geöffnet habe, habe ich dann bemerkt, dass es dann Rauch nur einfach, dass ich gerochen habe. Und dann war es dann nur einfach in Flamme. Ganz, ganz schnell ist es so passiert. Aber Gott sei Dank, meine Freundin ist dann hier auf meinem Gelände und hat sie dann schon erzählt, was so passiert ist hier. Genau, ich habe gesehen, dass es war sehr, sehr dick. Und wegen der vielleicht Holz, das drin ist hier, ja, das ist dann so ganz, ganz, ganz schnell verbrannt worden. Ja, zuerst war es dann nur einem Wagen, das gekommen ist. Und haben sie wahrscheinlich bemerkt, dass es dann sowieso ja, wirklich außer Kontrolle war. Und deswegen haben sie dann mit einer Krane dann noch dazu geholt. Und sind sie dann hierher gekommen, um das Feuer zu kontrollieren. Aber es ist noch nicht. Und es ist dann mehr als eine halbe Stunde dann schon unterwegs hier. Das ist auch schon. Ja, aber sie haben dann auch wegen meiner Übersetzung haben sie dann nur einfach nachgefragt, ob sie denn die beiden brauchen, nur einfach Untersuchung wegen dieser Rauch.
dass sie vielleicht inhaliert haben. Und ich weiß es nicht. Sie hatten gedacht, sie waren okay, aber dann plötzlich haben sie gesagt, wir wollen nur einfach das checken. Und haben sie dann das ausgecheckt. Yeah. Aber sind sie dann schon irgendwo unterwegs? Ich weiß es nicht. Yeah. Mm-hmm.